Also ich habe das auch, das Buch. Und da, jetzt kannst du halt ganz viele Sachen damit machen. Du kannst, also die nächsten Seiten musst du gehen. Geh nochmal dran und geh mal auf Seite 2. Da kannst du verschiedene Sachen aktivieren und deaktivieren. Da steht sowas wie Arms oder sowas. Show, also mir gefällt die Pose. Die Pose finde ich gut. Ja, guck mal, jetzt. Und jetzt kannst du jede Pose, sieht jetzt halt noch cool aus. Guck mal, jetzt haben wir Rüstung gedroppt bekommen von denen. Die kannst du dann eben den halt anziehen. Dann sieht es halt immer so richtig menschlich aus alles. Dann kannst du später die Platte unten auch noch wegmachen. Also Show irgendwelche Plate, Brown Plate oder sowas. Die kannst du deaktivieren. Du kannst Gravity deaktivieren, aktivieren. Dann kannst du den fliegen lassen, theoretisch. Oh. Scheiße. Jetzt sind wir am Arsch. Der hat mein Buch geklaut. Was machen wir jetzt? Jo, hä, wie ist das gemacht? Ich hab einfach nochmal dem das weggenommen. Jedes Mal, wenn mir das passiert, ich krieg das wirklich nie wieder. Ich geb ihm so lange andere Items in die Hand, bis ich das halt wieder habe. Und dann muss ich denen aber immer irgendwelche Items geben. Komm mal mit. Oh, er ist schüchtern, du hast Schei gemacht. Süß. Okay, wohin? Guck mal, schau mal, du kannst mit ihm auch eben sowas hier machen. Du kannst Items an den Kopf sozusagen machen und dann einfach den kompletten Armor-Stand unsichtbar machen. Und dann hast du, dann kannst du einfach so Sachen schweben lassen. Hä, woher kriege ich dieses Buch? Wo finde ich das? Das musst du selbst machen, indem du ein beschreibbares Buch, wir können es jetzt sogar theoretisch machen, warte mal ganz kurz, ich habe hier noch eins. Schreib mal irgendwelche Buchstaben in das Buch gleich rein und dann, oh Gott, signier das und nimm den gleichen Titel, wie mein Buch hat. Ich glaube, Statues oder sowas. Ja, okay. Statues V2.8, warte, was? V2.8, Statues V2.8, Statues V2.8, so, oder? Nein. What? Hast du es genauso genannt? Also irgendwie nur Statues? Ich schreibe es mal an, warte. Oh, okay. Ich verstehe, was du falsch gemacht hast. Das hätte ich dazu sagen sollen. Dass die Version-Sachen, glaube ich, kann man ein Buch entschreiben? Nee, ne? Wenn es signiert ist, ist es signiert wahrscheinlich. Du hast nicht zufällig ein normales Buch dabei? Nee. Ich habe eine Karotte. Der kommt mir nicht so weit, glaube ich. Oh, ich habe normale Bücher. Warte. Ich denke, ich so nett, ey. Und ich bin so ein Dulli. Probier es nochmal, mach mal nur das hier. Nur das. Statue. Und dann was? Ja! Jawohl! Und das ist das. Es ist einfach letztendlich so ein Add-on. Ich glaube, das ist ein, weiß nicht, wie das heißt, Datapack. Mit dem kannst du solche Sachen machen. Das andere, was du noch wissen wolltest, guck mal. Ich glaube, das sind deine Slabs. Ach ja, danke schön. Soll ich noch fragen, ob du irgendwas dabei hast, oder hast du gar nichts dabei eigentlich? Ich habe Holz und 4 Leder. Oh, Leder! Leder hätte ich sogar jetzt actually gebraucht. Krass, okay. Aber ich hab's trotzdem schon gecraftet. Guck mal. Nimm mal das hier. Das hast du ja schon 1000 Mal wahrscheinlich verwendet, oder? Ja. Mach mal Planes draus. Also Glass Planes. Ja. Und dann machst du die Glass Planes also im Crafting Table, um diesen Item Frame. Und dann klatscht man hier an die Wand. Das sind Frames, quasi die unsichtbar sind. Wow. Was gibt's noch? Oder ich glaube, das waren so die einzigen Sachen. So, das sind jetzt so Sachen, die in Craftwerk hinzugefügt werden. Ja, Spaß damit. Oh, danke schön. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Ich wusste jetzt nicht, was ich... Okay, ich verstehe schon. Kennst du den Hyperloop von Elon Musk? Nee. Ist vielleicht auch gar nicht von ihm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Komm mal mit. Aber das ist so ein Tunnel ist das und der soll halt schnell sein. Mhm. Und weil Heiko, das ist eben der Typ, Castcrafter, der ist so ein bisschen, haha, ich mache was Kreatives. Und deswegen macht er den Hydro-Loop. Was für Verzauberungen haben deine Schuhe alles? Death's Rider 3, Feather Falling 4, Mending Protection 4, Unbreaking 3. Aber kein Soul Walker. Nee, kein heißt. Soul Sand. Ja, okay. Und das ist schade, weil das wäre noch krasser. Aber die holen wir, die klauen wir gleich bei dem, dann sitzt es noch geiler. Pass mal auf, du folgst mir gleich. Ja. Du folgst mir gleich unten, aber es wird unten echt schnell sein. Es wird echt Spaß machen. Danach wirst du dir denken, das brauchst du auch. Und dann, oh ja. Und dann gehen wir zu Heiko und du sagst dann zu Heiko, du, Castcrafter, ich möchte auch, dass du sowas bis zu mir baust, okay? Okay. Komm mit. Ghost Killy, danke für Reset am 7.
Hier musst du dann in so Schwimmposition gehen. Du musst rennen nach oben gucken, glaube ich. Genau. Und jetzt komm mal mit. Hier rechts lang ballern. Hä? Warum bin ich nicht mehr schnell? Und? Ja, das ist schon krass, aber irgendwann war ich nicht mehr schnell. Ja, das Problem ist, primär bekommst du deine Geschwindigkeit durch Delfine. Und er hat hier einen Delfin eingesperrt, bei mir hat er einen und bei Basti und ich glaube dazwischen einen. Und wenn wir, also normalerweise hast du noch dieses Soulwalker-Dingens, dann bist du noch schneller und das ist die schnellste Art, glaube ich, zu traveln in Minecraft. Oha, und wie habt ihr die Delfine da hinbekommen? Tierquälerei. Was? Er hat sie hierher gebracht und ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, die sind da halt unten in so einem Wasserbecken einfach, ne? Also aber die hängen da halt echt, aber wir haben nicht rum ein bisschen. Ja, das ist ja egal, aber wie habt ihr die da hinbekommen? Ich glaube, einfach so auf Krampf mit einer Leine hinterhergezogen und dann komm mit und dann an so ein, ja, es ist immer ein langes Unterfangen, sowas zu machen. Okay. Lass es nochmal gehen, wir können auch bis zu Basti ballern, wenn du Bock hast, komm mal mit. Okay. Weil das ist die längste Strecke und ich hoffe halt, dass du es schaffst oder dass wir beide schon bis hinten den Speed zu halten. Okay. Das ist quasi den Weg zurück und dann nicht bei mir links ran, sondern bis geradeaus, komm mal mit, das macht Bock. Okay. Wo ist er hin? Hey, warte, wo ist er hin? Ist er da runter? Hier rein. Ja, das ist scheiße, jetzt sind wir langsam. Jetzt macht's keinen Spaß. Also wenn man schnell ist, macht es Spaß, ich weiß. Aber so ist es kacke. Und jetzt ertrinkt wir auch und ach, alles ist kacke. Ja, mir fehlt Soul Speed, das ist mein Problem. Wir fragen kurz Basti nach Schuhen. Ich brauche Luft gleich. Ja, das reicht schon. Man verliert echt langsam Leben. Ja, und hier wohnt Basti THC. Tschüss. Basti ist sogar da, oder? Nee, ich war noch nie hier. Nee, Basti. Basti irgendwo da? Du musst sneaken. Er ist ein Tryhard-Eingang. What the fuck? Hat er gemacht, dass keine Creeper reinlaufen können. Yo. Was ist das? Das ist eigentlich sein Gebäude. Das sieht aus wie von so einem, von einer Sekte. Das Haus. Das sag ich ihm. Ja, aber ist doch gut. Was für eine Struktur ist das? Vom Tempel. Richtig. Er hat einfach so einen Wüstentempel genommen und hat den so umdekoriert, so. Mhm. Dankeschön. Oh, ups. Ich hab dir alles gegeben. Viel, oder? Dankeschön. Einfach alles. Wir können mal gucken, ob er hier irgendwo ist. Wenn Mies da sich ein Haus bauen würde, ist so. Und auch große Pyramide und so. Und er hat hier einen Farbverlauf gemacht, so von links nach rechts. Das sind die Leute bei mir. Die sind alle so ein bisschen crazy, weißt du? Oh, Basti ist im Sumpf. Aha. Dann. Wo ist denn so ein Sumpf? Sehr weit weg. Echt? Ja, also es gibt, glaube ich, zwei Sümpfe und einer, also den ich halt gerade den Chef Strobel geschickt hatte, der war wirklich 6000 irgendwas und noch weiter weg, glaube ich. Also 6000, 2000 oder sowas. Oha, wie macht man das hier? Sumpf oder was? Ja, ich brauche Frösche. Wie macht man hier den Block? Quarz. Ist das? Ich glaube, du kannst ihn einfach immer in den Stonecutter reinsetzen, dann sollte der, glaube ich, erscheinen. Ah. Wenn ich mich nicht täusche. War coole Blockpalette, oder? Mhm, sieht echt cool aus. Und eben der Plan ist, glaube ich, so, dass er das ganze Gebiet hier eben mit dieser Blockpalette baut und auch in diesem Verlauf, dass in der Mitte es dunkel anfängt, glaube ich, und nach außen hin immer heller wird. Mhm. Ja, sowas habe ich auch ungefähr vor. Das war eigentlich ursprünglich meine Idee, aber naja. Du wolltest eigentlich so einen Farbverlauf haben, der gleichzeitig aber wie ein Tamagotchi ist, oder? Genau, du hast mir auch meine Idee geklaut, machst du nix. Und dadurch ein Hydro-Loop, ja. Well, actually, that's my work, my dears. Aber chillig. Ist echt voll Basti schön. Basti ist immer so, kennst du Basti eigentlich überhaupt? Ich hab mal der dümmste Fleet gegen ihn gespielt. Oh ja, true. Nee, also Basti ist so Hardcore-Minecrafter, der halt so, der lebt das Spiel echt anders als wir alle, glaube ich, normal. Und der sammelt halt so richtig seltene Sachen. So, der ist jetzt zum Beispiel gerade im Sumpf, um sich so eine besondere Katze zu holen. Die ganz dunkle Katze. Kennst du die? Die schwarze? Ja, genau, die komplett schwarze eben. Hey, aber die kommt nur im Sumpf? Guck mal mit. Es gibt zwei verschiedene schwarze Katzen. Glaube ich, es gibt die mit weißem Bauch. Und es gibt die ganz schwarze. Und er holt sich die ganz, ganz, ganz schwarze, glaube ich, gerade. Und die gibt es nur im Sumpf. Also die gibt es nur an einem Hexenhaus im Sumpf. Aha. Ich will auch eine Katze, aber ich will so eine braune. Weil ich baue ja so ein Winter-Cottage-Haus. Und es soll ja super gemütlich werden. Und dafür. Und deswegen brauchst du eine braune Katze, dass ja, es gemütlicher ist. Nein. Okay. Weil so diese roten Katzen, die braunen Katzen würden mehr zum Vibe passen.
Oh mein Gott, das ist voll das Katzenshaming. Ja, ist halt wirklich, deswegen, du holst dir deine Katze, das einfach deine Bude angenehm ist. Guck mal, das hier zum Beispiel, die ist, hat einen weißen Bauch. Aber es gibt auch so eine schwarze mit orangenen Augen. Ich glaube, das ist sie sogar. Echt? Die habe ich aber schon mal ganz normal im Dorf gefunden. Dann ist sie es doch nicht. Hoffe ich. Ich weiß es doch auch nicht, mit was der jetzt kommt. Basti kommt gleich anscheinend, hat er schon gefunden, Bro Chat. Ja, ja, eben, der ist auf dem Weg, aber ich weiß halt nicht, ich glaube, der ist halt... Ey, Chat, ich habe selber eine ganz dunkelbraune Katze. Im Real Life. Das sind meine Eltern, haben die jetzt. Mit orangenen Augen. Superschön. Soll ich euch Bilder zeigen von meiner Katze? Also, hier, das ist mein Kater. Das ist meine Katze, die ich gekauft habe. Kleiner Fettsack. Ich liebe ihn so sehr. Und das ist meine andere Katze. Die guckt immer ein bisschen böse. Die ist so dunkelbraun, Chocolate. Guck mal, ey. Auf den Schleifstein. Die ist so schön. Guck mal hier, die Ausbeute. Ja. Gummo. Hallo. Hallo. Hi. Guck mal, hier ist die Katze dabei, guck. Hat die ein lila Halsband? Ist normal? Ja, das kannst du einfärben. Mm. Hey, aber die habe ich schon mal in einem Dorf gesehen. Ja, die gibt's, die schwarze gibt es nur in Hexenhäusern. Nein, 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 ich habe die ehrlich schon mal in einem Dorf gesehen. Im Stream. Retalk, die war mal im Dorf. Retalk. Nee, also, ja, okay, dann war sie da. Vielleicht war ja ein Sumpf daneben und ich habe es nicht gesehen. Das kann nämlich sehr gut sein. Ja, nee, aber die, so eine komplett schwarze, die ist schon ein bisschen seltener. Hier draußen ist so eine schwarz-weiße. Hä, hey, wir haben doch letztens erst eine gesehen. Nee, die nicht. Nee, ehrlich, mit den orangenen Augen. Ehrlich. Chat, naja, ehrlich. Okay, ich glaub's. War wahrscheinlich eine andere Version. Nee, wahrscheinlich war da einfach ja, nur ein Sumpf daneben. Schön, sogar noch vor ein paar Tagen. Ja, Basti, oder wir brauchen gleich deine Schuhe. No joke. Basti, ich hab, wie heißen die? Alice? Alice? Ja, oh, voll falsch. Alice. ja, wenn du welche hast und keine, also wenn du welche abgeben und abzugeben hast, klar, warum nicht? Natürlich. Oder vielleicht ist gegen das, eine schwarze Katze? Also, nee, die schwarze Katze gibt's nicht. Das ist, und Stegi konnte schon helfen beim Redstone? Stegi ist krass in Redstone, oder? Ich überlege halt so eine chillige Beleuchtung einfach reinzumachen mit Redstone. Ja, das kann er richtig gut. Ich bin krass in Redstone, ey, wirklich. Ich durfte ihr die Uhr zeigen. Sie war mehr interessiert als du, Bro. 100 Pro. Mein Beileid. Sag's ihm. Hey, das sah echt voll impressive aus. Ja, hat er viel geredet? Ja. Sag's ihm. Ja. Hab ich dir geholfen? Ja, was kannst du jetzt mit Amos Dance machen? Dass die so witzige Posen machen können. So, hat er dir auch erzählt, dass wenn der Alarm kommt, dass er dann noch nur noch 400 Minuten hat, um seine Uhren reinzulegen. Den Alarm habe ich ihr nicht gezeigt, da kam ich nicht dazu, weil dann war der Server down. Basti, was war das Seltenste, was du bis jetzt gefunden hast? Jetzt in Craft Attack oder? Ja. Boah, ich habe in Craft Attack habe ich jetzt noch nichts krass Seltenes gefunden, glaube ich. Sind diese, und sag generell. Generell, was war das Seltenste, was ich mir gefunden habe? Boah, war vieles. Zwei Wassertempel nebeneinander. Ja, ne, wahrscheinlich. Ich hab mal, ja, sind teilweise auch verbuggte Items und so, die halt sehr krass sind. Oder ich hab in einem Desert-Tempel mal 3 OP-Gaps gefunden. Wir haben einen Stronghold gefunden, der Oberflächen-exposed war. Warte, was war Oberflächen-exposed? Ein Stronghold. Ah. Okay, weißt du, wie selten das ist? Nee, ne? Kannst du nicht so einschätzen, oder? Was ist denn das? Du weißt, was ein Stronghold ist. Wie sieht es aus? Wenn du Minecraft durchspielst, musst du ganz am Ende zu so einem Portal laufen. In so einem, durch solche Gänge, Stonebrick-Gänge. Aha. Ja, und das ist der Stronghold. Das ist der Dungeon. Und da ist das Portal drin. Und der spawnt normalerweise super weit unten. Und was Stegi sagen will, ist halt, der war super. Also der war an der Oberfläche zu sehen. Und das ist halt sehr. Ja, das habe ich schon viermal gefunden. Auch an der Oberfläche, ne? Ja. In der Luft sogar. Der war komplett am Schweben. Wahrscheinlich neben einer schwarzen Katze im Dorf. Und neben einem Ten-Eye einfach. Ja klar, da waren einfach alle voll. Jetzt, wolltest du jetzt den Hydro-Loop zeigen oder was, Stegi? Ja, wir sind eben durch und sie ist jedes Mal fast ertrunken. Und meine Schuhe sind nicht gut genug, weil ich will auch fast ertrunken. Alright, ich kann einmal... Nee, wenn du die Schuhe anziehst, dann hast du ein Enchantment drauf, dass du auf dem Soul Stand schneller bist. Und dann geht der Hydro-Loop noch schneller ab. Oh, mein Helm! Ja, nimm alles. Nee, der hier. Nee, warte. Nee, du gehst vor. Also, willst du mich umbringen? Nein. Einfach so eine Falle. Aber du willst mich ja überholen. Okay, egal. Scheiße. Vorsichtsmaßnahmen. Du bist Vorschirm. Du musst sprinten und jetzt einfach nach vorne. Aber ich bin jetzt nicht schnell, du bist viel schneller. Yo! Oh mein Gott.
auch jetzt langsam, hä? Entspann dich! Jetzt bist du gleich schnell, wenn du da in der Mitte vorbei... Ups, warte, musste ich da nach rechts? Moment mal, warum bist du vor mir hier? War ich vor dir hier? Ja, 60 Blöcke pro Sekunde. Basti, Bro. Ich muss die Schuhe an, hat euch das gefühlt. Wow. Okay. Ich hab den Fake vom Defi das erste Mal nicht bekommen. Ja, aber ich habe einfach eine schnelle Brille an. Hilfe. Was? Was ist das für ein Kopf? Vom Wither einfach. Block wieder hinmachen, aber die müssen doch irgendwie rauskommen. Die müssen doch hier irgendwie rauskommen. Ich klau den Block nicht, die müssen hier rauskommen! Ja, Basti braucht noch ein bisschen. Aber war geil. Bist du einmal komplett durch? Würdest du einmal komplett durchsprinten? Ist das richtig schnell oder nicht? Ja, am Anfang habe ich aber nicht den Delfin-Boost bekommen. Und was hast du noch vor, dann zu machen? Neben deiner Lodger? Also, das Ding ist, ich bin nicht gut im Bauen. Also, erstmal die Winterlodge und ich versuche das zu bauen. Und danach im Berg eine Village. Das ist doch cool. Aber willst du dann erstmal nur bauen primär oder willst du auch irgendwie wieder so Equip ranholen, farmen? Ich mache beides gleichzeitig, weil parallel nebenbei immer so abwechselnd. Weil wenn ich nur baue, verliere ich die Lust irgendwann. Ja, ja, verstehe ich voll. Also komplett. Ja, und dann ab und zu gehe ich dann mal auf Weltreise, deswegen brauche ich auch lange zum Bauen, weil ich dann random einfach mal woanders hingehe. Du musst echt vielleicht mal überlegen, eben eine neue Trident-Mission, könnte ich mir vorstellen, dass du das cool findest. Willst du auch einen Trident? Brauchst du auch einen Trident? Ja, aber ich habe mich jetzt noch nicht drum gekümmert, aber also ich habe momentan noch keinen. Okay. Es ist einfach Craftech 11 schon, bis ich hier angekommen bin, Alter. Kann ich bitte meine Schuhe wieder haben? Nie wieder gehe ich da ohne Deathstrider runter. Alter, ist das scheiße. Beschwer dich bei Heiko, dass er das gebaut hat. Ja, es gibt ein Achievement, da muss man jede einzelne Katzenart im Spiel tamen. Oh, das ist toll. Das mache ich. Aber sowas wäre doch echt was für dich, oder? Das würdest du cool finden. Es gibt 13 verschiedene Arten. Die kannst du aber nicht mitnehmen. Schade. dann fange ich mal an zu sammeln. Irgendwann kommt der Punkt, wo du schlafen gehst. Jo. Oh. Beste Herausforderung, so wenn du halt an einem Punkt bist, wo du nicht mehr weißt, was du machen kannst. Es war ein Joke, Chan. Es war ein Joke. Entspannt euch, es war ein Joke. Ich muss immer ein bisschen so schielen auf meine Katze. Ich habe ein bisschen Angst, dass die gleich weg ist. Nein, keine Sorge, ich klaue nicht. Ich klaue nicht, weil ich mag das selber nicht, wenn man klaut. Keine Sorge. Ich klaue noch nicht. Gibt aber für alles ein erstes Mal. Du weißt ja schon mal, wo sie steht. Ja, ich weiß, ob ich hier hinkomme. Waypoint setzen? Ja, wenn nicht, muss ich noch ein bisschen verstecken oder so.